Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Double X Rider. Ich habe schon ein paar Mal versucht, einen Vlog zu machen auf dem TÜV, aber es war wirklich unmöglich mit dem Geräusch von der Frontscheibe. Darum habe ich gedacht, heute werde ich das mal erledigen. Man müsste eigentlich nur die zwei Schrauben lösen, auf die andere Seite genau gleich. Nachher kann man das einfach rausziehen. Und dann würden wir einfach irgendetwas da hin tun, gerade da vorne. Weil das ist ja das, was vibriert. Schön, sind ihr dabei? Sieht jetzt so aus. Und entweder da oder woanders muss ich irgendeinen Gummi rein tun. Oder vielleicht an der Scheibe selber da vorne. Eigentlich habe ich jetzt gerade nichts Gescheites zum rein tun. Ich habe, mir ist eingefallen, ich könnte die IKEA-Pfils-Teile rein tun. Das Problem von denen ist, sobald sie nass werden, wieso bin ich so underexposed? Das Problem von denen ist, sobald sie nass werden, dann ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Die allerbeste Lösung wäre etwas aus Gummi. Gummi ist immer gut, auch wenn es nass wird, macht es keinen Unterschied. Aber hey, ich probiere es mal so und wenn es nicht gut kommt, dann tue ich es wieder anders an. Weil das Teil ganz an der Spitze kommt, würde ich da einen Pfils tun in V-Form, sodass der Pfils nicht oben drauf ist, sondern dass es richtig da unten durch bleibt. Vielleicht da nochmal eins, wo ich merke, wo's am meisten am Kratzen sind. Und vielleicht da, nein, da vielleicht nicht, aber sicher mal da auf der Seite einen und da vorne. Mal schauen, wie es kommt. Jetzt haben wir die Teile endlich mal unten dran getan. Man sieht sie ja nicht. Es klingt auch viel, viel besser. Mal schauen, ob es weiter vibriert. Das Teil haben wir jetzt endlich mal erledigt. Wir machen jetzt hier weiter beim Gas. Was mir nicht gefällt ist, dass es da hat es so wie ein kleines Spiel, ganz leicht, wo nicht Gas gibst, wo nichts machst. Es ist einfach dort und manchmal willst du Gas geben und du bekommst nichts, weil es halt da das tut. Das ist eigentlich ganz einfach zum Erledigen. Da muss ich die einfach ein bisschen lösen. Die erste hier lösen, die andere ein bisschen ziehen, bis wir das Spiel nicht mehr haben. So, jetzt vielleicht merkt ihr den Unterschied. Das ist jetzt die Distanz, ist grösser. Da habe ich mich hinterziehen und nachher der ist zum die ganze Drehung stoppen. Also den müssten wir nachher noch festmachen. Aber jetzt hat es wirklich kein, wenn ich es so leicht. Vorhin habe ich leicht gemacht und hat sich alles bewegt. Jetzt ist es schön straff. Jetzt, sobald ich Gas gebe, hat es auch Gas. Jetzt muss man da die Gummis einfach zurückziehen. Da. Schön gegenführen. Perfekt. Super.
hoffen wir, es klappt gut. Jetzt nochmal etwas, was mich also nicht stört. Oh mein Gott, die Sonne. Also es stört mich nicht, aber ich möchte gern das Teil da. Ich möchte gerne das Teil da hinten dran wegnehmen. Da hinten dran hat es eine Schraube. Das müsste man eigentlich den Sitz lösen zuerst und von oben die Schraube lösen. Ja, und dann haben wir das auch weg, weil ich meine, ich brauche sie ja nicht. Ich habe keinen Sozius-Sitz, von dem her macht es keinen Sinn, dass ich das da und das da habe. Ups, es ist vielleicht doch nicht so einfach. Also, die Schrauben, die ich suche, sind gerade unter dem Teil. Das heisst, ich muss zuerst das rausnehmen. Dann soll ich es versuchen. Ich habe es geschafft. Ich habe das Teil hier so kurz schnell angetan, sodass es nicht umgeht, sodass es nicht wegfliegt. Und jetzt sind eigentlich nur eine Schraube, zwei Schrauben, drei Schrauben und vier Schrauben, die weg müssen. Und dann haben wir das untere Teil weg. Wir haben schlechte Nachrichten. Ich habe das fehlende Werkzeug nicht. Ich habe nicht überall gesucht. Ich habe beim TÜV der Lady in Red gesucht. Ich habe in meinem eigenen Werkzeug reingeschaut. Das ist das Werkzeug vom TÜV. Das ist das Werkzeug, das ich hatte. Gerade den Schlüssel, den ich brauche, habe ich nicht. Ich habe den eigentlich gehabt. Aber wenn ich den Unfall hatte, der war eigentlich im anderen TÜV. Und wenn ich den Unfall hatte, ist ja alles überall außer Kontrolle gegangen. Darum, gerade die paar Schrauben, die mir fehlen, sind eben die, die halt verloren gegangen sind im Unfall. Macht nichts. Ich tue das wieder zumachen. Wieder den Sitz rein tun und die Sozius-Fussrasten tun sie halt einen anderen Tag umbauen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Es war ja nichts Besonderes gewesen. Es waren eigentlich Kleinigkeiten, die mich oh mein Gott zu. Es sind halt Kleinigkeiten gewesen. Aber mich hat es so gestört. Vor allem beim Gas oder das von der Frontscheibe war einfach unerträglich gewesen. Ich habe versucht, mal etwas zu vloggen, aber es tönt so stark, dass man fast dass man halt nichts hört, was ich sagen will. Von dem her, ab jetzt kann ich auch auf dem TÜV vloggen und mal schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!